Willkommen zurück zu Legends of Runeterra. Falsches Spiel. League of Legends, The Rune King. Das war das Spiel. Wir haben längere Zeit nicht mehr gespielt. Aber ich habe jetzt vor, das Spiel zu beenden. Endlich mal. Und mal gucken. Ah. Das Amulett in der Buru-Spiele läutern. Okay, das müssen wir machen. Gut zu wissen. Gut, dann gehen wir zurück. Zum Teleporter. Die Buru-Schmiede! Gewölbe der gesegneten Inseln. Die Schmiede von Nagakaburos, der Altar ihrer göttlichen Macht, ist still. Mit ihr kannst du das verfluchte Amulett vielleicht läutern. Doch das wird kein leichtes Unterfangen. Es wird spannend. Die Kraft von Nagakaburos ist stark hier. Ja, sehr. Diese Energie, sie erinnert mich an die im Tempel der Läuterung. Eine Kraftquelle, die tief unter dem Meer entspringt. Noch eine Zusammenarbeit zwischen den gesegneten Inseln und den alten Buru. Nur wurde sie aus dem Gedächtnis gestrichen. Früher kamen die Buru sicher oft hierher, um zu Nagakaburos zu sprechen. Wir sind aber nicht zum Beten hier. Nicht? Wozu denn dann? Ich habe viel zu lange auf ein Zeichen gewartet, um den Willen der Schlangenmutter zu deuten. Ich warte nicht länger. Ich werde sie direkt anrufen. Sehen wir sie? Wie aufregend! Sie wird uns sehen. Im Angesicht von Nagakaburos kommt die Wahrheit ans Licht. Nur die Würdigen überleben die Prüfung. Noch ein Test. Ja, Pike. Wenn wir bestehen, wird das Licht der Schlangenmutter Gangplanks Amulett läutern. Wie es auch die Saat im Tempel der Läuterung gereinigt hat. Und wenn wir versagen? Hoffentlich kommt es nicht dazu. In jedem Fall bekommen wir, was wir verdienen. Das gefällt mir nicht. Klingt ja sehr ermutigend. Ich lege das Amulett auf den Altar. Dann greift ihr danach. Und offenbart eure Seele. Unser Kampf ist gerecht. Wir versagen nicht. Ich bin nicht allein. Dein Leben ist in Bewegung. Du gehst auf deinem Weg voran. Mit uns. Wie auch immer diese Reise endet, ich werde mit alten Mustern brechen. Und nach vorne blicken, statt zurück. Wir haben wohl alle was gelernt. Hallo? Miss Fortune. Ah! Wir haben wohl alle was gelernt. Ja, oder auch nicht. Cool. Wir haben wohl alle was gelernt. Dankeschön. Ich bin würdig. Wir haben alle Opfer gebracht. Doch jetzt rufe ich die Schlangenmutter an. Mögen unsere Opfer eine Brücke sein. Löse den schwarzen Nebel von diesem Amulett. Will sich jemand wirklich mit Braum anlegen? Avatar von Nagakaburos. Was? Wir kämpfen ernsthaft gegen sie? Ich dachte, das war ein Scherz. Okay. Avatar von Nagakaburos. Vernichten der Wille. Fügt einem Champion moderaten Schaden zu. Vernichte der Glaube. Fügt jedem Champion moderaten Schaden zu. Präzisionsprüfung. Verringert sämtliche erlittenen Schaden um 50%. Es erscheint Gefahren auf zu wegen Lanes. Die präzise Gewehr erfüllen. Präzise erhöht die Angriffsstärke um 50. Ausweichprüfung. Es erscheinen Gefahren auf zufälligen Lanes, die dort mit. Okay. Geduldsprüfung. Belegt sich selbst bei Geduldsprüfung, die Champions bei einem Treffer extreme Schaden zu fügen. Es erscheint eine Gefahr in der Ferne auf einer zufälligen Lane, die geduldig gewährt. Mit Geduld belegt Champions sind nicht von Geduldsprüfung betroffen und halten 20.000 Angriff. Okay. Belegt sie selbst mit. Okay, zeig mir deine Macht! Belegt sich selbst mit seine Macht und macht den Avatar unverwundbar. Dieser Effekt wird entfernt, wenn der Avatar von einem Ultimativen. Okay, verstehe. Okay, dann mache ich erstmal das hier.
Und das Schild. Was macht sie? Okay. Du weißt doch, dass du nicht gewinnen kannst. Macht sie gar nichts. Okay, was hat sie gemacht? Was hat sie gemacht? Zeig mir deine Macht. Okay, dann machen wir was anderes. Machen wir jetzt erstmal mit dir ein Schild geben. Du selber. Du, Ari, machst erstmal Arcana Schutz. Perfekt. Jetzt haben wir dich. Und damit brechen wir deine Macht, sodass du wieder Schaden kriegen kannst. So, zeig mir deine Macht, ist weg, oder? Ja, ist es. Präzisionsprüfung. Das ist, okay, das ist anderes. Die Frage ist, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, das hier mache. Nee. Nichts davon würde mich in diesem Bereich locken. Okay. Das. Der Schaden ist da, das ist okay. Oh, warte. Doch, perfekt. Immer noch hungrig. So. Das habe ich gebraucht. Jetzt ist sie dran. Jetzt ist Braum dran. Und. Ey, Präzision. Mehr Schaden. Was kommt jetzt, die Frage? Kommt jetzt Geduldprüfung? Nein, kommt nicht. Mach das doch mal. Das machst du gar nicht. Wie verblöd. Machst gar keine Geduldprüfung. Das finde ich blöd irgendwie. Ich glaube, keiner von unseren Debuffs drauf. Von daher machen wir das mal. Und Ari, du kannst mal heilen. Oh, warte, ne. Das bedauert nicht viel. Oh, was hat sie gemacht? Zeig mir deine Macht. Okay. Das ist jetzt doof. Ari, du bist dran. Zeig ihr deine Macht. Zeig ihr die Stärke, die du in dir versammelt hast. Und du bist immer dran. Von daher mach das hier. Auf der Schadenslane. Oh, hat sie jetzt ihr... Hat sie nicht, okay. Ich will noch gerne die eine Fähigkeit sehen. Oh, warte, doch, hat sie gemacht. Sie hat irgendwas gemacht. Die Ausweichprüfung. Ah. Die hat sie gemacht. Okay. Jetzt haben wir die Macht. Ja, gut. Aue des Windes, mach mal, ja. Warum, du bist dran. Oh ne, warte, du machst keinen Schaden. Du machst ja Support für uns. Ich glaube nicht, dass das zählt. Ne, es zählt nicht. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir auch eine Ulti warten, nämlich. Also Leute, verteidigt euch erstmal. Ja, jetzt müssen wir erstmal auf eine Ulti warten, die kommt. Da ist die Ulti. Nein, Braum, du nicht. Du nicht diesmal. Wer ist denn... Das hier? Du kannst das machen. Wir werden immer besser. Oh, hat sie jetzt? Ach, sie hat mir Gefahren den gemacht, okay. Ich würde aber trotzdem gerne mal, ich würde trotzdem gerne mal die eine Fähigkeit von dir sehen. Die macht sie gefühlt nicht. Warum macht sie die ja nicht? Oh, warte. Genutzprüfung, da haben wir sie ja. Okay. Dafür müssen wir jetzt was machen, genau? Okay, wir müssen das geduldig treffen. Das heißt, ich werde jetzt eine Fähigkeit nutzen von ihm. Das war die hier. Und werde hoffen, dass ich damit in der Geduld sitze. Der Wind dreht sich.
Weil ich kann nicht angreifen. Ich darf nicht angreifen. Geht nicht. Ich kann heilen. Und lande dann da. Weil das killt ihn deswegen. Ja. Das killt ihn nämlich. Das ist das Problem. Das heißt, ich kann jetzt keine Support-Sache machen. Aber wie soll ich dafür, dass das Ding was bringt? Warte, was? Es erscheint eine Gefahr in der Gefährne auf einer zufälligen Lane, die geduldig gewährt. Mit geduldig belegt Champs sind noch nicht von... Ja, die kommen nicht näher. Warte, auf der oberen Lane ist das, glaube ich. Ist das ein Bug oder so? Weil ich habe das Gefühl, die kommen nicht näher. Kriegst du gerade noch Schaden von mir? Das testen wir mal kurz. Kriegt sie noch Schaden? Okay, sie kriegt noch Schaden dadurch. Das heißt, ich könnte sie töten noch. Ich weiß auch wie. Erstmal Wiederbelebung bitte. Genau. Ah, da oben ist es. Da oben ist es. Da ist die Geduld. Okay. Nee. Da ist die Geduld. Die Frage ist, komme ich da ran? Bereit? Wir töten sie mit der ultimativen Kraft von Yasuo. Darf er selbst dadurch? Ja. Aber dem Untergang geweiht. Wir kriegen kein XP. Auch eine Waffe. Klinge der Schlange. Ein Dolch, der in uralter Buru-Ritualen verwendet wurde und anscheinend noch etwas von Nagakabus Regen in sich trägt. Oh, Verjüngung. Okay. Strudelndes Wasser. Das Wasser in dieser Flasche ist ständig in Bewegung und damit eine Verkörperung der Ideale von Nagakaburus. Kann an bestimmte zwillige Person für 20 schwarze Mal verkauft werden. Cool. Cool. Hey, we did it! Mein Schnurrbart ist angekokelt. Das Amulett ist geläutert. Geschafft. Laui, war das? Ein Avatar des großen Kraken. Aber die Göttin, sie hat mich erhört und meine Bitte erfüllt. Sie direkt anzurufen, galt lange als Verstoß gegen die Traditionen. Doch wir wurden als würdig befunden. Zu lange dachte ich, ich müsste die Bürde allein tragen. Dabei tragen wir sie gemeinsam. Wir sind die vielen Tentakel der Schlange und werden die Zerstörung zurückdrängen, die Bilgewasser bedroht. Sammeln wir uns einen Moment und dann verpassen wir dem gestürzten König eine Lektion. Hätte ich nicht besser sagen können. Oh Leute, wir kommen nah dran. Auf ein Wort. Tut mir leid, Ilaoi. Ich verwahre die Halskette, bis der gestürzte König seine Abreibung bekommen hat. Danach kannst du sie anprobieren. Nein, diese Aufgabe musst du bewältigen. Dein Wille ist stark. Aber je mehr Wahrheiten ans Licht kommen, desto schwerer wiegt etwas auf meinem Gewissen. Ah, es geht um etwas Ernstes. Gangplank. Ich fürchte, er hat diese furchtbaren Ereignisse in Gang gesetzt. Und ich trage einen Teil der Verantwortung. Das haben wir besprochen, Ilaoi. Du wusstest es nicht. Du hast gedacht, er läge tot auf dem Meeresgrund. Nein, Sarah. Nach deinem Kampf mit Gangplank haben ihn die Buru aus dem Wrack gezogen und zu mir gebracht. Ich unterzog ihn der Prüfung der Göttin. Sie befand ihn für würdig. Ich musste alles dafür geben, dass er sich erholt und ihn auf den Weg schicken. Du hast was? Es zu verheimlichen war nicht richtig. Es tut mir leid. Es tut dir leid? Und du denkst, das reicht aus? Bis vor kurzem war das Wort der Göttin für mich endgültig. Sie befand Gangplank für würdig und ich musste ihm helfen, soweit es möglich war. Und jetzt? Diese Reise hat gezeigt, dass ich die Göttin mit meinem eigenen Willen und Wünschen hinterfragen kann.
Sie will das Sterbliche ihren Weg gehen. Die Göttin zeigt mir vieles, doch ich allein entscheide, welchen Weg ich einschlage. Gangplank ist kompliziert, aber ich kann seine Taten nicht verteidigen. Wenn er jetzt zu mir käme, am Boden... Würdest du das Richtige tun, nämlich ihn umlegen? Was geschehen ist, ist geschehen. Und er hat sich am Ende als nützlich erwiesen. Wir haben sein Amulett, das den König aufhalten kann. Das ändert nichts für ihn. Illaoi, für diese Lügen hätte ich früher kurzen Prozess mit dir gemacht. Aber jetzt wirst du mir helfen, das zu beenden. Ich bin nicht dumm. Gemeinsam sind wir stärker als allein. Doch du stehst in meiner Schuld. Sobald wir den gestürzten König los sind, finden wir Gangplank und seine Ratten und rotten sie für immer aus. Sarah, das kann ich nicht versprechen. Dein Verlangen nach Rache ist nicht gut für dich und es schadet Bilgewasser. Die Stadt braucht deine Führung, nicht deinen Blutdurst. Hüte deine Zunge, Priesterin. Ich kann meine Rache nicht einfach so aufgeben. Ich habe es zu meiner Aufgabe gemacht, Bilgewasser von Gangplanks Schmutz zu säubern, und ich bringe sie zu Ende. Versuche nur, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen. Er hat Schreckliches getan. Aber ich weiß, dass es für dich noch mehr gibt. Das ist es ja, Illaoi. Ich kann meine Vergangenheit nicht einfach ignorieren. Erst müssen wir einen zurückgekehrten König stoppen. Und danach sehen wir weiter. Ich hoffe, wir können uns irgendwie einigen. Ich auch, Sarah. Ich auch. Oh, Stress. Cool. Den gestürzten König konfrontieren. Wo machen wir das denn? Wo machen wir dort denn? Ich denke mal beim Hafen. Da. Okay, aber das wird am nächsten Mal passieren, denn ich glaube, der Kampf gegen den Avatar von Nagakaburos war schon anstrengend genug. Aber wenn ich schon mal dabei bin, kann ich kurz mal einen Blick auf den werfen, auf den Avatar. Der müsste ja hier sein. Ganz hinten wahrscheinlich. Oh ja. Guck mal, da haben wir Yonis Schatten. Auch schön mal zu sehen. Ich werde gleich am Ende einen Part machen, wo ich die ganzen Charaktere mal zeige. Ja, das mache ich. Gut. Dann glaube ich jetzt, dass mich der Weg führen wird zum gestürzten König. Und jeder fragt, hey, warum machst du die Waffen nicht mehr? Ich fand die Waffen und die Ultimates vielleicht ein bisschen zu stark, weil wir sind jetzt schon ziemlich stark. Ich möchte ein bisschen Challenge behalten. Das ist meine Begründung. Und ich werde das Spiel durchhaben langsam mal. Ich spiele das Spiel schon ein bisschen lange vielleicht. Meine. Ja, fast ein Jahr spiele ich das jetzt schon. Oder sogar ein Jahr, es reicht. Langsam reicht es. So. Wie habe ich jetzt schon, wie viel Speicherplatz ist der hier? Nee. Wo ist er denn jetzt? Da. 97. Fast da. So, wo müssen wir hin? Band der Zerstörung, denke ich mal. Okay, wir fahren nochmal hin. Und wenn das wirklich richtig ist, dann beendet ihr der Part. Oh ja. Ein furchtbarer Sturm braut sich in einer riesigen Wolke aus schwarzem Nebel am Horizont von Bilgewasser zusammen. Der gestürzte König wartet, während sich die charmante Dame nähert. Weiter? Ah, das sehen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zugucken und dann bis nächstes Mal. Ciao. Vielleicht zum nächsten Part, zum letzten Part des Spiels.